Es ist die beste aller Welten, zumindest ist das die Annahme der amerikanischen Aktienmärkte, weil sie sagen, naja, die Wirtschaft, die wird ein Soft Landing, eine ganz, ganz weiche Landung erleben. Gleichzeitig geht die Inflation zurück, also kann die Fed früher oder später die Zinsen senken. Inflation ist kein Problem mehr, Rezession wird nicht kommen, also warum sollten wir nicht auf dem Weg zur neuen Allzeithochs sein? Die Erzählung sozusagen, diese Goldilocks-Erzählung an der Wall Street, und man muss sich wirklich fragen, warum wirken diese hohen Zinsen nicht. Wir sind über 5%. Die Fed hat letzte Woche nochmal die Zinsen angehoben. Das hatte eigentlich kaum einer erwartet. Ich kann mich erinnern, als Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, vor, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahren gesagt hat, die Fed wird 5-mal die Zinsen um 1/4 Basispunkt, um 25 Basispunkte, also um 1/4 Prozent anheben. Da haben alle gesagt, no way, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren. Das wird die US-Wirtschaft kaputt schießen, weil dann die Zinsen über 1% sind. Jetzt sind wir über 5% und scheinbar kommen diese Zinsen nicht an. Scheinbar. Wir wollen uns anschauen, was da eigentlich los ist, warum bisher diese US-Wirtschaft so widerstandsfähig ist und ob das Ganze so weitergeht. Wir sehen jetzt schon mal hier so eine Headline hier von Bloomberg. Asian Stocks echo US Rally on Soft Landing Hopes. Also es ist die Hoffnung auf eine Soft Landing. Wir haben dann diese Rally gesehen nach den PCE-Verbraucherpreisen am Freitag, die das bestätigt haben, was wir ohnehin schon vorher durch die CPI-Daten gewusst haben, nämlich, dass die Inflation im Juni schwächer ausgefallen ist und praktisch wahrscheinlich jetzt ihr Tief ausgebildet hat, was den Vorjahresmonat betrifft, denn Juni 22, also der Vorjahresmonatvergleich, war 9,1% der absolute Hochpunkt, aber das wird jetzt schwieriger. Und so fragt Mike Hartnett von der Bank of America, everything is overshooting. Und er sagte, es wäre so typisch für die 2020er Jahre, wenn alle jetzt vom Soft Landing reden und ein Soft Landing erwarten und genau dann das Gegenteil passiert, wäre wirklich relativ typisch. Hier sehen wir mal eine Headline von CNBC, Key Fed Inflation Rate Falls to Lowest Annual Level in Nearly 2 Years. Also die niedrigste Rate praktisch in fast 2 Jahren. Aber gucken wir mal unten, Diesel Prices are going back up. Wir sehen, dass hier die Preise für Energie, für Metalle, für Rohstoffe gestiegen sind, wieder steigend. Und das war ja der Hauptfaktor für eine fallende Inflation in letzter Zeit. Hier sehen wir mal oben eine Grafik, die Preise, die die Amerikaner an der Tankstelle bezahlen, sind nach oben gegangen, aber moderat. Aber die Wholesale Gasoline Prices, also das, was der Großhandel bezahlt und früher oder später an die Kunden eben weitergibt, da sind die Preise, das ist oben die blaue Linie in der oberen Grafik, sind massiv nach oben gegangen. Das heißt, wir werden bald deutlich steigende Preise für Energie in den USA wieder sehen. Und Energie- und Dieselpreise zum Beispiel sind relativ, nicht Energie, sondern Inflation und Dieselpreise sind relativ eng korreliert. Warum? Weil natürlich Diesel oder die Transporte über Lastwagen, Supermärkte werden angefahren etc. und die Transportkosten, die man hat, die werden auf die Konsumenten natürlich aufgeschlagen oder weitergegeben an die Konsumenten. Dementsprechend gibt es einen Zusammenhang zwischen Inflation und Dieselpreisen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir trotz der hohen Zinsen weiter eine extrem laxe Finanzkonditionen haben. Wir sind jetzt im Grunde in einer Situation, wo man, wenn man die Finanzkonditionen mit den Leitzinsen vergleicht, wir Zinsen von etwa 2,5% haben. Und dadurch, dass niemand eine Rezession erwartet, alle ein Soft Landing erwarten, geht auch die Nachfrage nicht runter. Die Leute werden durch steigende Aktienpreise, steigende Aktienmärkte auf dem Papier immer reicher, können dadurch mehr konsumieren. Und so ist das im Prinzip eine Dauerschleife. Die Finanzkonditionen kurbeln den Konsum an. Die Fed versucht mit Zinsen dagegen zu steuern. Jetzt ist die Hoffnung, okay, die Fed ist jetzt fertig, aber solange die Wirtschaft irgendwie nicht ein bisschen abkühlt, die Nachfrage abkühlt, wird es eben schwierig für die Fed. Und so dürfte es wohl aussehen. Wir werden jetzt den Tiefpunkt gesehen haben. Am 10. August, glaube ich, kommen die CPI-Daten für den Juli.
Also da dürfte dann schon eine Steigerung drin gewesen sein. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Zahlen dann niedriger ausfallen zum Vorjahresmonat als im letzten Monat. Einer der Gründe, warum diese hohen Zinsen nicht wirken, ist, dass die Amerikaner gelernt haben aus der Finanzkrise, dass es vielleicht besser ist, nicht flexibel Kredite einzugehen mit flexibler Verzinsung. Das heißt, wenn die Zinsen raufgehen, dann steigt auch die Zinslast für meinen Kredit, etwa am US-Immobilienmarkt sind nur noch 11% der Kredite variabel verzinst. Das sorgt dafür, dass viele Amerikaner noch aus dieser jahrelangen Nullzinspolitik diesen Zinsanstieg gar nicht merken, weil praktisch ihre Verträge noch laufen, mit die alten Verträge noch laufen, die also nicht refinanziert werden müssen. Wenn das passiert und die Zinsen dauerhaft hoch sind, dann wird das ein Problem. Hier sehen wir mal Household Debt Service to Disposal Personal Income Ratio, also das, was die Leute zu bezahlen haben in Relation an Zinsen zu zahlen haben, was sozusagen die Zurückzahlung von Krediten betrifft. In Relation zum Einkommen ist zwar gestiegen in letzter Zeit oder seit 2020, aber ist in der Summe nicht wirklich hoch, 9,6%. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass die Real Earnings, also die Löhne, abzüglich Inflation wieder nach oben gehen. Auch das natürlich eine Stütze eigentlich für den Konsum. Aber wir sehen eben diesen Konsum zuletzt relativ schwach. Nicht nur der Retail Sales, also die großen Einzelhandelsdaten, die veröffentlicht werden von der Regierung, sondern auch Redbook etwa, der stationäre Einzelhandel mit seinen Zahlen. Das ist sehr, sehr mäßig. Warum? Weil die Leute praktisch doch ein Problem haben mit den Sparvolumina. Da hat man jetzt mehr oder weniger das ausgegeben, was man einsparen konnte im Rahmen der Corona-Maßnahmen oder was man an Helikopterschecks bekommen hat. Jetzt beginnt ab 1. September die Rückzahlung der sogenannten Student Loans, also der Ausbildungskredite, die in den USA ein Riesenthema sind. Fast 44 Millionen Amerikaner müssen dann durchschnittlich $400 pro Monat bezahlen. Das wird sich im Konsum niederschlagen. Und wenn wir jetzt mal die hohen Zinsen vergleichen mit der Lage der Unternehmen, dann sehen wir ja gerade die hochverschuldeten Unternehmen, die meistens dann High-Yield-Bonds emittieren müssen, also wirklich auch sehr stark, sehr hochverzinste Unternehmensanleihen begeben. Dann sehen wir, die profitieren auch noch von dieser langen Jahr, von diesen langen Jahren der ultraniedrigen Zinsen. Das Ganze wird sich dann ab 2024 vor allem ändern. Dann müssen die Sachen neu refinanziert werden. Und wenn die Zinsen dann immer noch über 5% etwa wären, dann ist das natürlich ein gewaltiger Unterschied, als wenn ich zu Nullzinszeiten hier für billigste Kredite aufnehmen konnte. Und insgesamt, wenn wir zu den Märkten kommen, für mich zwei entscheidende Signalgeber, wie es weitergeht. Einmal die 10-jährige Anleiherendite, die ja über 4% geschossen war mit dem starken US-BIP und dann diese Aktion der Bank of Japan, die ja einen Anstieg der Renditen jetzt auf bis 1% erlaubt für die 10-jährige japanische Anleihe. Sei es drum, also diese 4% Marke ist sehr, sehr wichtig für die Aktienmärkte auch. Sollten wir da wieder drüber gehen, wird es wieder nervös an der Wall Street und auch der Dollar, der scheint hier vor einem Comeback zu stehen und das macht durchaus Sinn, wie wir gleich sehen werden. Jedenfalls gucken wir uns mal an in dieser Woche, wenn wir ja US-Arbeitsmarktdaten bekommen am Freitag, wir bekommen am Donnerstag Amazon und Apple, also zwei absolute Dickfische. Und ja, es ist richtig, die Bewertungen an der Wall Street sind jenseits dieser Magnificent Seven, also dieser großen KI-Aktien oder Tech-Aktien, wenn man so will, einigermaßen vernünftig. 18,8 im S&P 500 zieht man diese Magnificent Seven ab, nehme ich dann also praktisch die 493 Aktien im S&P 500 sind mit einem KGV von 16,6 jetzt nicht übermäßig hoch bewertet, aber es sind die teuren Tech-Aktien, die das Ganze mit nach oben ziehen. Das ist meine Rede. Ich rede nicht von Crash, ich rede von Übertreibungen in KI-Aktien, in diesen Tech-Aktien. Und die Vorstellung war ja lange, warum man in diese Tech-Aktien reingegangen ist, dass man gesagt hat, naja, es kommt eine Rezession, Bankenkrise und so, und dann werden die Tech-Aktien ja immun sein. Das Gegenteil ist der Fall, bis auf den Corona-Crash.
oder im Gefolge von der Rezession nach Corona, haben die großen Tech-Aktien immer praktisch underperformed, sind also schlechter gelaufen. Warum? Weil sie auch vorher schon viel teurer waren als die anderen und dementsprechend dann der Bewertungsabschlag eben höher ist. Also, das ist das Narrativ von dem Soft Landing. Aber die Frage ist, kann die US-Wirtschaft weich landen, wenn China nicht gut läuft und auch Europa nicht gut läuft? Beides ist der Fall. Wir haben frische Daten hier aus China. Einkaufsmanager Index Gewerbe, Ticken besser mit 49,3, aber alles unter 50, nach wie vor Schrumpfung, also leichte Schrumpfung, und Dienstleistung doch deutlich schwächer als erwartet mit 51,5, erwartet 52,9. Das, wie gesagt, frische Daten aus China. Und einer der Gründe, warum eben das Wirtschaftswunder so ein bisschen vorbei ist, ist natürlich erstens die verfehlte Politik von Xi Jinping, der vor allem Staatsunternehmen favorisiert, die in der Regel unproduktiver sind, die auch eine massive Verschuldung haben. Erstens und zweitens der Konsum nicht mehr so richtig anspringt, weil eben die Immobilienpreise nicht anspringen. Und Immobilien sind der Wertspeicher für die chinesische Bevölkerung. Wenn da die Preise tendenziell nach unten gehen, was sie in der letzten oder in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, dann wird es schwierig. Und hier sehen wir, dass diese Recovery bei dem Konsum nicht wirklich passiert in China. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir etwa Kreditvergabe, ja, extrem schwach. 42% eingebrochen, die Kreditnachfrage genauer gesagt, weil einfach die Kredite teurer geworden sind. Das heißt, der Unterschied zwischen den USA und Europa vor allem ist, hier wirken die Zinsen offenkundig. Wir sehen ganz schwache Einkaufsmanager-Indizes in Europa. Wir sehen, dass der Euro möglicherweise in Relation zum Dollar ein bisschen sehr hoch bewertet ist, weil eben die Wirtschaftsdaten sichtbar etwa an den Einkaufsmanager-Indizes deutlich schwächer sind als in den USA. Und hier sehen wir mal auch die Earnings der europäischen Aktien reflektieren diese Schwäche der Wirtschaft. Wir haben es das erste Mal seit den 9 Quartalen haben wir einen Rückgang. Das ist der größte Rückgang seit Ende 2020. Damals klar, wegen die Corona, aber die Aktienmärkte in Europa interessiert das nicht. Hier sehen wir mal, da rosa markiert oder pink, die Negative Earnings Revisions, also die Warnungen der Unternehmen, läuft doch nicht so gut. Gleichzeitig gehen aber die Kurse weiter nach oben, der DAX auf Allzeithoch. Ist das nachhaltig? Jedenfalls die US-Wirtschaft. Die wird nicht gerade unterstützt durch China und Europa und wird sich nicht auf Dauer komplett isoliert entwickeln können. Wir bekommen heute um 11 Uhr die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone für den Juli. Das wird hochinteressant. Lagarde hat jetzt in einem Interview gesagt, ja, wir werden die Zinsen anheben im September oder vielleicht auch nicht. Aber selbst wenn wir sie nicht anheben im September, könnten wir sie danach dann wieder anheben. Und der große Problemkandidat der Eurozone, der kranke Mann Europas, das ist in Deutschland, auch der Politik sei Dank, die die Ampelkoalition fährt, vor allem hier unter Leitung des Klimaministers Habeck, der kein Wirtschaftsminister so wirklich ist, hat man das Gefühl. Er findet den Standort ja attraktiv, den Deutschen nämlich. Ich hatte am Freitag dieses Video gemacht, Deutschland in der Stagflation. Wir haben ja praktisch jetzt null Wachstum nach zwei leicht negativen Quartalen bei einer Inflation von über 6%. Ich hatte gesagt, das ist systematisch runtergewirtschaftet, schon vor der großen oder vor der Ampelkoalition durch eine Politik von Frau Merkel. Hier sehen wir mal, was es bedeutet, wenn wir sozusagen auf Kosten unserer Wirtschaft klimaneutral werden wollen. Hier sehen wir, dass der CO2-Verbrauch von China deutlich mehr ist als der CO2-Ausstoß deutlich mehr als der USA und Europa zusammen. Europa und USA gehen tendenziell nach unten, China geht weiter nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie klimaneutral werden, dann ist das für das Klima eine Quantité negligible, eine zu vernachlässigende Größe. Es wird nicht wahnsinnig viel ändern. Gleichzeitig schießen wir unsere Wirtschaft ab und wir sehen, dass global gesehen die Ölnachfrage so hoch ist wie noch nie, neues Allzeithoch. Also die deutschen Musterknaben, die sind besonders brav, aber es ändert nichts, weil die anderen Klassenkameraden etwas völlig anderes machen. Dementsprechend meine erste Artikelempfehlung: Deutschland ist wieder der kranke Mann in Europa. Das war ja schon einmal der Fall, als die Wirtschaft in Deutschland nicht gut lief, Anfang der 2000er Jahre. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, unbedingt lesen. Zweite Empfehlung:
Goldilocks-Szenario, das, was ich besprochen habe. Man nimmt das Beste oder man glaubt an die Beste aller Welten. Zweite Empfehlung. Und die dritte und letzte Empfehlung. Die Aktienmärkte laufen so gut, dass es Zeit ist, vorsichtig zu sein. Fragezeichen. August, September normalerweise sind saisonal nicht so richtig gut für die Märkte. Wir werden sehen. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.